Am 7. April 1993 haben wir den Betrieb besetzt, damit nicht hier Fakten geschaffen werden, Material abtransportiert wird oder Maschinen ausgebaut werden. Also, dass wir die Kontrolle für den Schacht haben. Wir haben in der Familie keinen gehabt, der im Bergbau war, aber wir wohnten in Bischofferode, 3 Kilometer weg vom Schacht. Man hat natürlich das Ganze miterlebt, die Bergmannsfeste, für jedes Mal die Feierlichkeiten. Da waren wir immer mit vor Ort als Kinder schon. Ne? Ich hatte eine Kleingartenanlage, wo unsere Taubenschläge waren. Also ich musste in der Nähe bleiben, dass ich die Tiere jeden Tag auch versorgen konnte. Und hier auf dem Schacht hatte ich die Möglichkeit, nur im Einschichtsystem arbeiten zu können. Ich brauchte nicht in 3 Schichten arbeiten. Und ich bin morgens um kurz nach 5:30 zum Werkstor rein. Dann, wenn ich da kam, dann sagten sie, jetzt können wir schließen, du bist der Letzte, so ungefähr. Weil ich bin nur auf letzter Minute gewesen und dann umgezogen in die Kaue und dann eingefahren ins Bergwerk. Gerhard Jüttemann, geboren am 10.10.1951, bin verheiratet, habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und habe den Beruf eines Zerspanungsfacharbeiters erlernt. Also im Prinzip habe ich an der Fräsmaschine gestanden, habe gefräst oder habe mir das Material rausgesucht. Wir hatten ein riesen Materiallager, dann bist du mit dem Hammer dran, hast geklopft. Wie ist der Stahl? Ist der auch vom Material hart genug, dass man für eine Welle verarbeiten kann und nicht, dass der beim Osten schon mal sich verbiegt? Es sind alles so Sachen, die man dazulernen musste. Man hat jeden Tag neu gelernt. Ne? Hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben Untertage die meisten ja im Bergbau gearbeitet. Ich war ja nur ganz selten mal draußen im Revier, wenn ich irgendwas messen musste oder was. Ich hatte ja bloß so 200 Meter zu laufen, dann war ich in der Werkstatt. Aber wir haben ja viele Werkstätten gehabt unten. Und wir hatten natürlich die ganzen Bergleute, die in den Revieren das Kali abbauten. Das war ja das, was hier wichtig war. Die haben unten das Kali abgebaut. Das muss man sich so vorstellen, die erste Schicht hat die Bohrungen getätigt in den Abbau 6, 7 Meter rein. Das fertig gemacht, zum Ende der Schicht wurde dort gesprengt. Da ist das Salz zusammengebrochen im Prinzip. Die zweite Schicht hat das ganze Salz aus dem Bereich rausgeholt, ist über Brecheranlagen gelaufen, ist klein gemahlen worden und ist dann nach Überdage transportiert worden, das Rohsalz. Und die dritte Schicht hat hier dafür gesorgt, dass da, wo der Abbau jetzt getätigt wurde, das alles sicher war. Dann gab es natürlich ein ganzes Teil der Belegschaft, die Übertage beschäftigt waren, die natürlich auch im Instandhaltungsbereich waren, im kaufmännischen Bereich, in den Fabriken wurde gearbeitet, im Kraftwerk. Und was natürlich auch für uns sehr wichtig war, wir hatten sämtliche Berufe selbst ausgebildet hier. Wir waren zu Spitzenzeiten insgesamt 1.900 und Beschäftigte. Das war keine geringe Anzahl. Also der größte Teil unserer Produktion ging nach Nord- und Westeuropa. Es gab Valuta im Prinzip. Wir haben zum Teil andere Werke, die vielleicht nicht das so gute Ergebnis hatten, mit durchgezogen. Es war ja eine mitteldeutsche Kali AG. Hier in Nordthüringen waren es 6 Schächte, die dazugehörten. Und wir hatten den Vorteil, dass eben unsere Kunden unser Produkt unbedingt brauchten. Und dadurch hatten wir auch niemals Produktionsausfälle oder dergleichen. Wir hatten immer volle Auftragsbücher. Von daher war es auch für die Region wichtig, weil in der Region gab es nicht sehr viele industrielle Arbeitsplätze. An diesem 9. November war ich in Leinefelde. Da wohnte ja meine Schwester und meine Eltern. Die haben wir da besucht. Und an dem Tag war auch eine Demo in Leinefelde auf dem zentralen Platz. Das war ja mit die größte Stadt hier im Eichsfeld. Da bin ich noch mal mit hin zu der Demo, habe mir da die paar Reden angehört. Na ja, gut. War eben die Euphorie, die damals da war. Wir sind mit unserem Trabi abends nach Hause gefahren und auf dem Heimweg, kurz vor Worbis, hörte ich im Radio, die Grenze ist geöffnet. Ja, da haben wir überhaupt keine Vorahnung gehabt, mal ganz ehrlich. Man hat zwar gewusst, dass das ein komplett anderes System ist, okay, aber kein Mensch hat damit gerechnet, dass das hier im Prinzip solch negative Folgen hat. Man kannte ja die Marktgesetze, die haben wir ja an der Schule schon gelernt, wie Kapitalismus funktioniert.
Und dass du eben auch nur weiter kannst, wenn du was Produkte verkaufen kannst, wenn du Kunden hast und so weiter. Da hatten wir eigentlich überhaupt keine Bedenken. Für uns war es so, dass wir hier im Betrieb als erste Reaktion ja im Prinzip 1990 Betriebsratswahlen hatten. Kannten wir ja nicht. Wir hatten den FDGB und Gewerkschaftsmitgliedschaft, aber Betriebsrat war Neuland. Später, wo die Wahl dann war, wurde das Wahlergebnis bekannt gegeben und von dem Wahlergebnis hatte ich im Prinzip die zweitmeisten Stimmen bekommen. Und da sagten ja einige Kollegen, Mensch, da kannst du doch Betriebsratsvorsitzenden machen, denn die gewählten Betriebsräte haben ja nachher ihren Vorstand gewählt. Und da war ich, wie gesagt, als Stellvertreter gewählt worden und war seit dem 1. Januar 1991 freigestellt. Wir haben dann die erste Zeit 1991, 92 nur damit zu tun gehabt, als Betriebsräte mit unseren Kollegen uns zu unterhalten, die entlassen werden. Die 1500 und konnten niemals gehalten werden, weil viele ja mit Betrieb eigentlich nichts zu tun hatten, Ferieneinrichtungen, Küchenkräfte und all sowas. Da mussten, wenn wir eine Chance haben wollen, im Markt standzuhalten, müssen wir die Personenzahl runtersetzen, um wettbewerbsfähig zu werden. Wir haben dann bis Ende 92 die Belegschaft runter gekündigt, so muss man sagen, oder in Ruhestand geschickt auf 700. Wir wussten ja, wir waren ein Treuhandunternehmen und es musste ja ein Eigentümer gefunden werden. Wo dann natürlich aber die ersten Schächte ja schon ganz schnell geschlossen wurden, hier in Nordthüringen, so wie Menteroda, Bleicherode, Solstedt, Sondershausen, hat man innerhalb kürzester Zeit 4 Stück geschlossen. Und wo man dann auf einmal auch Rossleben geschlossen hat, da habe ich gesagt, Mensch Leute, jetzt hier klingeln uns die Alarmglocken, hier stimmt was nicht. Rossleben hat noch vor über 100 Jahren Lagerstätte vorrätig und die schließen die, da stimmt was nicht. Wir mussten da feststellen, dass man ja den Vorstand der Mitteldeutschen Kali AG in Sondershausen innerhalb kürzester Zeit komplett ausgetauscht hat und hat uns im Prinzip die Westmanager vor die Nase gesetzt. Teilweise kamen sie ja direkt vom Konkurrenten von Kali in Salz. Und man hatte gemerkt, die hatten überhaupt kein Interesse, dass unsere Produktionszahlen steigen oder dass wir, die haben eher blockiert. Und dann kam die Gewerkschaft laufend und hat da drumherum geredet, wie soll es denn weitergehen und so weiter und so fort. Ja, man müssen doch die beiden Unternehmen Ost und West zusammenführen. Ost war immerhin im Weltmarkt vor KaDi West. Westdeutschland kam nach uns. Aber sie haben sich nie richtig geäußert, was das eigentlich sein sollte, ne? Und dann kam nun so eine einfache, na ja, wir können doch eine Fusion machen, eine Fusion mit Kali und Salz, eine Zusammenführung. Da wollten wir mal wissen, wie das aussehen sollte mit der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft hat sich ja da vor der Karre gespannt. Ich sage, da bleibt am Ende nach ihrem Fusionsgedanken bloß Weihe übrig. Da sollte Bischofferode und Merkers denn noch geschlossen werden. Ich sage, träumt ihr? Und auf der anderen Seite sind 7 Schächte und die bleiben alle erhalten, außer einer wird sukzessive in 5 Jahren so geschlossen. Ich sage, hat damit Fusion nichts zu tun, mit Gerechtigkeit schon gar nicht. Ich sage, ich glaube, ihr spinnt. Aber wo wir denn gemerkt haben, dass diese Gewerkschaft eigentlich weniger unsere Interessen vertrat, sondern mehr oder weniger unbedingt diese Fusion haben wollte und sogar noch der Vorreiter war für so eine Fusion, da haben wir uns schon gesagt, Moment mal, hier, die spielen ein falsches Spiel mit uns. Die wollen ihre zahlungskräftigen Mitarbeiter dort im Westen natürlich behalten, weil der Markt wird wahrscheinlich nicht für alle da sein, da muss vielleicht da was schließen, das lassen wollen die aber nicht haben. Dann schließen wir lieber hier, es ist viel einfacher, viel billiger. Und da war für uns dann klar, mit der Gewerkschaft können wir nicht viel anfangen. Viele sind damals auch ausgetreten aus der Gewerkschaft. Die haben gesagt, das hat keinen Sinn. Die stehen nicht zu uns. Und die kamen ja dann auch sporadisch von Erfurt alle paar Monate mal ganz kurz für ein paar Stunden hierher. Die haben sich ja dann gar nicht mehr hergetraut. Weil sie ja wussten, wir haben sie ja eigentlich nicht mehr akzeptiert. Das waren ja nicht unsere Freunde, das waren ja eher unsere Feinde. Und wo denn unsere Geschäftsleitung von Bischofferode zum Vorstand nach Sondershausen bestellt wurde, das war am 9. Dezember 1992, wurde ihnen mitgeteilt, im Zuge der geplanten deutsch-deutschen Kali-Fusion werden die beiden Werke Bischofferode und Merkers noch geschlossen. Übrig bleibt Zielitz
und unter Breitsbach. Ja, da ist natürlich bei uns was losgegangen. Ja, die Leute waren erbost. Ne? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben volle Auftragsbücher, sind die wahnsinnig. Was soll da passieren? Ne? Ich kann mich auch gut erinnern. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen mal eine Informationsveranstaltung, eine Protestveranstaltung. An dem symbolischen Tag, Heiligabend, hatten wir die Leute aus der Region, Landrat, Pfarrer, Bürgermeister, hier vors Werkstor geladen. Ich habe da auch gesprochen und habe dann verkündet, wie das geplant ist, dass wir im Jahre 93 schließen sollen. Dass die Fusion geplant ist und Bischofferode Ende 93 nicht mehr existiert. So ist der Plan des Vorstandes. Das wollen wir aber uns so nicht gefallen lassen. Wir werden dagegen kämpfen. Wenn ein Unternehmer einen Betrieb aufkaufen will oder was, da hast du ja keine Chance. Entweder kauft er auf oder kauft nicht auf. Da hast du ja eigentlich keine Möglichkeiten. Aber hier war es ein Politikum. Hier heißt es, die Fusion muss ja genehmigt werden. Die muss vom Bundestag genehmigt werden, von den zuständigen Ausschuss, Treuhandausschuss. Und sie muss auch von Brüssel genehmigt werden, von der EU. Und das waren die Mittel, wo wir gesagt haben, da können wir noch etwas tun. Am 7. April 1993 haben wir den Betrieb besetzt, damit nicht hier Fakten geschaffen werden, Material abtransportiert wird oder Maschinen ausgebaut werden. Also, dass wir die Kontrolle für den Schacht haben. Den Kollegen haben wir klipp und klar gesagt, Leute, drei Dinge, habe ich gesagt, dann stehe ich davor und kämpfe weiter. Aber drei Dinge müsst ihr einhalten. Kein Personenschaden, kein Materialschaden und kein Produktionsausfall. Ich sage, wenn wir jetzt die Produktion stoppen, dann liefern unsere Kunden nicht, die brauchen wir ja, dann tun wir uns ja keinen Gefallen. Ich sage, die Produktion muss weitergehen. Wenn wir den Betrieb besetzen, dann machen wir die eben die Schicht nicht arbeiten. Eine Schicht hier am Werkstor und eine Schicht zu Hause frei, nächste Schicht arbeiten. Und ich glaube, das waren gut 80% der Kollegen, die das damals auch mitgemacht haben. Haben also im Prinzip rund um die Uhr an der Wache gestanden und haben von dem Vorstand da keinen reingelassen, dass da irgendwas passieren könnte, haben weitergearbeitet. Es war ja also im Prinzip eigentlich ein begonnener Arbeitskampf. Wir wollten unsere Arbeitsplätze retten. So, das heißt, wir hatten natürlich überall die transparente Schilder stehen und so weiter, die gegen die Schließung waren. Und die Belegschaft stand ja da, immer eine Truppe mit Feuer und Mahnwache. Und wir haben gesagt, wir müssen da Druck machen. Und wir sind mit Bussen am 17. Mai nach Berlin gefahren und haben die Leipziger Straße dicht gemacht. Die Treuhand war hier direkt an der Leipziger Straße. Ich war mit zu Gesprächen in der Treuhand mit den zuständigen Leiter für diesen Bereich, den Dr. Schucht, der zuständig war für die Fusion, und die Kollegen haben unten die Leipziger Straße dicht gemacht. Ich habe denen nur gesagt, Leute, lasst euch nicht kriminalisieren, oder dann kommt die Polizei, dann seid ihr weg, setzt euch auf die Straße, macht die Straße dicht und lasst euch runtertragen, die nächsten setzen sich wieder hin, die sollen was zu tun haben. Wir waren drinnen, ja, die Jungs hatten sich dann, glaube ich, noch 3000 Eier mitgebracht und haben die Treuhand noch ein bisschen versiert. Ja, gut, dann ein paar, die rausgekommen sind, haben ein paar Eier abgekriegt. Aber ansonsten haben sie sich nicht irgendwie kriminalisieren lassen, sondern die haben den ganzen Tag dicht gehabt. Die Kollegen hat man nachher im Prinzip von der Polizei so provoziert, dass man drei Polizisten in Zivil zwischengeschmuggelt hat, zwischen unsere Teilnehmer, die da protestiert haben und die dann angefangen haben, hier Randale zu machen. Und wo sie denn die Osten verhaftet haben, auf Deutsch gesagt, da hatte man gesehen, da hatte man auch einen von den Polizisten die Jacke hochgemacht, da hatte hinten eine Pistole und eine Handschelle. War bestimmt ein Kali-Kumpel. Da wusste man, was Sache war. Das sind Methoden, die hat man schon zu DDR-Zeiten gekannt. Die waren nicht neu. Aber das war der Tag in Berlin. Und wo wir denn gehört haben, dass am 30. Juni 1993 der Treuhandausschuss im Bundestag mehrheitlich dieser Fusion zugestimmt hat, da haben bei uns die Alarmglocken nun richtig geschrillt. Und da haben die ersten Kollegen gesagt, jetzt reicht's. Und ab 1. Juli sind die ersten 12 waren es, glaube ich, Kollegen in den Hungerstreik getreten. Ja, im Moment haben schon mal alle uns ein bisschen schockiert. Was, Hungerstreik? Ja, und dann kamen aber viele, da machen wir mit. Da machen wir mit. Und so hat sich die Zahl gesteigert. Meistens waren es am Anfang so 40 bis 50 Leute, die da drin lagen. Das waren ja zum Beginn fast alles nur
Belegschaftsleute. Die haben dann Urlaub genommen, sind in Hungerstreik gegangen. Es sind ja immerhin in der Zeit insgesamt über 100 gewesen, die in Hungerstreik getreten sind. Die Leute haben dort den ganzen Tag auf Brötchen gelegen, haben sich selber Tafeln hingemacht und haben Zeitungsartikel angeklebt und so weiter oder was gelaufen ist, sich informiert, haben sich also nur mit Obstsäften und Flüssigkeit ernährt. Manche sind nach 4 Tagen nach Hause, weil es nicht mehr ging, weil der Magen nicht mitgespielt hat. Ich glaube, der längste, der durchgehalten hat, hat, glaube ich, 21 Tage. Der war nur noch ein Rippchen nachher. Ich habe erschrocken. Da mussten ein paar Mal welche ins Krankenhaus. Da sind welche weg, sind ausgestiegen, da sind wieder neue zugekommen. Selbst etliche Frauen sind damals mit in den Hungerstreik getreten. Frauen von Beschäftigten oder Frauen, die auch aus Solidarität hier waren. Und die gesagt haben, wir unterstützen euch. Die haben alles Mögliche versucht. Dann sind natürlich sämtliche Politiker auf einmal hier aufgelaufen, auf Deutsch gesagt. Spätestens da, wo der Hungerstreik war, war es natürlich in sämtlichen Medien deutschlandweit. Da war nicht ein Fernsehsender, der nicht davon berichtet hat. Und da haben wir täglich hier Busse vorfahren gehabt, die uns hier unterstützen wollten, die uns mit Geldspenden unterstützt haben, damit wir auch unsere Aktivitäten wieder finanzieren konnten. Denn der Betrieb hätte ja nicht bezahlt, ne? Ging ja nur mit Spenden und das. Und da haben wir gemerkt, dass wir deutschlandweit sehr, sehr viel Solidarität erleben. Und es kamen auch viele, die im Prinzip auch schon Arbeitskampf erfahren waren, wie man so schön sagt. Ich vergesse das nie, damals der Pfarrer Kelb von Rheinhausen. Die hatten ja die Stahlwerker in Rheinhausen auch lange um ihre Arbeitsplätze gekämpft. Er mit noch ein paar kam ja her und sagten, hier, das ist unser Anteil, hat uns damals 10.000 D-Mark gebracht als Spende für Bischofferode. Und ich selber lege mich hier mit in den Hungerstreik. Wir haben ja auch Protestveranstaltungen hier hinterm Haus gehabt. Ich weiß, im Anfang August hatten wir hier 5.000 Menschen hier, große Tribünen aufgebaut. Viele haben dort gesprochen, aus Politik und allem Möglichen, außer die ganzen Rechten, die haben wir auch weggejagt. Haben gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die kriegen hier kein Rederecht. Wir haben Konferenzen abgehalten in einer Mehrzweckhalle, wo Bodo Ramelow damals als HBV-Vorsitzender. Die ganzen Gewerkschaften haben uns ja alle unterstützt, als außer unsere eigene. Das muss man sich mal vorstellen, kann man gar keinen erzählen. Also, ob das die IG Metall war, die HBV, IG Medien, die waren alle hier von Berlin gekommen, haben sich hier mit hingestellt, sind teilweise mit in den Hungerstreik getreten, haben mit organisiert, dass die Bühnen aufgebaut werden und sowas. Wir hatten am 15. August, hatten wir nochmal eine größere Veranstaltung hinterm Haus, da waren 15.000 Menschen gekommen. Natürlich waren die auch gekommen, weil die Bullis sich angesagt haben. Die Bullis haben hier für die Kollegen kostenlos gespielt. Wir haben nach wie vor dann immer gehofft, dass die EU vielleicht den Segen nicht gibt. Und wo dann im November entschieden wurde, Brüssel hat die Genehmigung erteilt, da hatte ich ja die Einladung zur Aufsichtsratssitzung. Von der Aufsichtsratssitzung war das Ergebnis, dass die auch der Aufsichtsrat der Fusion zustimmt. Und das war im Prinzip der Schlussakkord. Jetzt ist die Fusion durch. Wo das durch war, da kam Bodo Ramelow zu uns. Der war ja die ganze Zeit immer als HBV-Vorsitzender, ja auch hier, hat uns unterstützt. Und der kam dann mal uns zum Betriebsrat rein und sagte, Jungs, es gab so viele Versprechungen, die sie euch gemacht haben. Mit Schaffung von Dauerarbeitsplätzen, keiner wird entlassen und so weiter und so fort. Das habt ihr aber alles nicht schriftlich. Ich kann euch anbieten, wenn ihr einen Beschluss fasst, dass ich für euch jetzt so schnell wie möglich das alles festmache irgendwie in einem Sozialplan, Interessenausgleich im Sozialplan, dann brauche ich aber von euch den Beschluss, dass ich als euer Interessenvertreter das machen kann. Wenn ihr mir den Auftrag gebt, ist aber der Arbeitskampf für euch beendet. Es ist natürlich scheiße, dass wir das Ding verloren haben. Das waren natürlich viele, viele enttäuscht. Klar, ich auch ganz persönlich, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Ding irgendwie umbiegen können, aber wir wussten dann nicht mehr wie. Es war nicht möglich. Die Übermacht war zu groß. Die Arbeitsplätze konnte man nicht retten. Diesbezüglich war es eine Niederlage. Nur, ich muss es als Erfolg verbuchen, weil, ich sag's mal andersrum, wenn wir hätten einfach akzeptiert, halt, die Fusion hat entschieden, Bischofferode wird geschlossen, dann wären wir am 31. Dezember mit einer Kündigung in der Tasche ausgeschieden und hätten uns am Arbeitsamt angestellt. So haben wir 2 Jahre voll Lohn bekommen,
Weiter beschäftigt, ob nun in der Stammbelegschaft oder in Umschulung oder in Maßnahmen, 2 Jahre volles Geld weiterbehalten. Selbst im dritten Jahr, wo ja die versprochenen Arbeitsplätze, die sollten ja 1000 Arbeitsplätze hier in der Region entstehen, überhaupt nicht da waren, haben wir weiter immer noch Druck ausgeübt auf Verantwortliche. Und es wurde zwar die betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen, aber alle Leute, die da noch keine Arbeit hatten, sind in Maßnahmen gekommen, die sogar noch besser gestellt waren wie ABM. Also im Prinzip ist 3 Jahre keiner zum Arbeitsamt gemusst. Plus die 7.500 Schmerzensgeld. Das war im Prinzip den politisch Verantwortlichen abgerungen. Aber der Arbeitskampf ist insofern verloren gegangen. Weil unser Ziel, die Arbeitsplätze zu erhalten, haben wir nicht erreicht. Trotzdem würde ich es immer wieder machen. Weil wenn ich es nicht versuche, kann ich auch nichts erreichen. Aufgeben ist das Letzte. Wenn ich eine Möglichkeit habe, was zu erreichen, muss ich für das Mögliche auch kämpfen. Und dazu muss man stehen und da muss man Verbündete finden.